Abe ist an 4 Tagen in der letzten Woche laufen gewesen. Jeden Tag rannte er 9 Kilometer. In der gleichen Woche lief Beth eine Strecke, die 15 Kilometer kürzer war als Abes Gesamtstrecke. Wie viele Kilometer ist Beth letzte Woche gelaufen? Ja, versuch dich am besten erstmal selber an der Aufgabe und versuch mal herauszukriegen, wie viele Kilometer Beth letzte Woche gelaufen ist. Gut, dann probiere ich mich mal da dran. Mein Ansatz wäre, dass ich erstmal rauskriege, wie weit ist Abe denn eigentlich gelaufen. Also ich weiß, dass Abe 4 Tage laufen war und dass er jeden Tag 9 Kilometer gelaufen ist. Also kann ich ja sagen, er ist viermal 9 Kilometer gelaufen. Viermal 9 Kilometer. Also lass mich jetzt hier auch noch einen Text hervorheben. Da kommt die 9 her. So, was ist 4 mal 9? Naja, ich kann das ja erstmal einfach bildlich ein bisschen darstellen. Also am ersten Tag ist Abe 9 Kilometer gelaufen. Und am zweiten Tag ist Abe wieder 9 Kilometer gelaufen. Abe hat scheinbar eine gute Ausdauer, weil auch am dritten Tag ist er wieder 9 Kilometer gelaufen. Und dann am vierten Tag hat er es auch nochmal geschafft und dann ist ihm aber wahrscheinlich die Puste ausgegangen. Da hat es dann aufgehört. Also, wie viel ist 4 mal 9? Naja, ich kann jetzt einfach diese 9 Kilometer hier immer aufaddieren und dann weiß ich, wie viel 4 mal 9 ist. Also, 9 plus 9 ist 18, 18 plus 9 ist 27 und 27 plus 9 ist 36. Also weiß ich, dass Abe insgesamt 36 Kilometer gelaufen ist. Das wäre also dann entsprechend von hier am Anfang die gesamte Strecke. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich so einen langen Strich hier vernünftig zeichnen kann. Die gesamte Strecke von Anfang bis Ende. Na, das ist ja ganz vernünftig geworden. Das sind alles hier 36 Kilometer. Und jetzt steht ja in der Aufgabe drin, dass Beth 15 Kilometer weniger gelaufen ist. Also ihre Strecke war 15 Kilometer kürzer. Also wenn hier das Ende ist, kann ich ja sagen, ich gehe jetzt von hier aus 15 Kilometer wieder zurück sozusagen. Also 15 Kilometer, das wäre vermutlich irgendwo hier. Das sind die 15 Kilometer, die wir wieder zurückgehen. Also das hier sind die 15 Kilometer. Und dann weiß ich das, was jetzt noch übrig bleibt hier auf der Seite. Ich mache das einfach mal, machen wir es mal in grün. Das hier ist jetzt also von Beginn bis da, wo die 15 Kilometer aufhören. Das muss also dann die Strecke sein, die Beth gelaufen ist, richtig? Weil das ist das, was noch übrig bleibt von 36. Also. Ich schreibe es am besten gleich rein hier. Das hier ist Beths Strecke. So, damit das jetzt beim Rechnen ein bisschen übersichtlicher bleibt, würde ich sagen, nenne ich Beths Strecke jetzt einfach mal B. Also ich weiß, dass B plus 15 ist gleich 36. Ist gleich 36. Oder ich kann natürlich auch sagen, wenn ich hier von rechts nach links lese sozusagen, dass 36 minus diese 15 Kilometer, minus 15, müsste genauso viel sein wie B. Okay, das ist ja jetzt alles beides. Kannst du ja aussuchen, was dir davon am leichtesten fällt. Ich gehe mal mit dem hier. Also, ich weiß, dass B ist das gleiche wie 6 minus 5 ist 1, 3 minus 1 ist 2, also ist Beth 21 Kilometer letzte Woche gelaufen.